Der 38. Spieltag der Regionalliga West, der WSV empfängt Rot-Weiß Essen. 20 Minuten sind rum, Ecke Essen, Daniel Heber, das 1:0 für die Gäste, zu dem Zeitpunkt schon durchaus verdient. Die Essener im Verlauf der ersten Halbzeit einfach mit der besseren Spielanlage, abgeklärter und offensiv deutlich präsenter als der WSV, wie hier Simon Engelmann kurz vor der Halbzeit, der Goalgetter noch mit der Chance zum 2:0 und auf seinen 28. Saisontreffer. Der WSV startete nach der Pause besser, hatte ordentliche Offensivaktionen, wie hier die Abschlusschance aus der zweiten Reihe. Römling, der das war. Auch hier kurz darauf, der Ball wieder im Essener Strafraum. Es gibt wieder einiges an Gewusel und letztlich die Abschlusschance. Semir Saric, aber kein Problem für Daniel Davari im Tor der Rot-Weißen. Das alles spielt sich jetzt in einem Zeitfenster innerhalb von 5, 6, 7 Minuten nach Wiederanpfiff ab. Auch hier Freistoß, wieder Saric, Davari nicht ganz sicher, klärt zur Ecke. Das war's dann aber auch erstmal wieder mit den Offensivaktionen des WSV. Und weiter geht's auf der anderen Seite. Wieder mit einem Eckball, der von der rechten Seite reinkommt. Und wieder Daniel Heber, der beinahe seinen Doppelpack schnürt. Sebastian Patzler, wie in so vielen Situationen in diesem Spiel, aber dann doch der Sieger. Aber Essen steckte nicht auf und wollte den zweiten Treffer, wie hier Marco Kiel-Gomez mit der großen Chance auf 2:0 für RWE zu erhöhen. Auch hier bleibt es. Der WSV nach Wiederanpfiff zwar mit ordentlichen Aktionen in der Offensive, aber RWE einfach cleverer und besser in der Spielanlage. Leverenz eingewechselt in der zweiten Halbzeit, tankt sich durch mit dem Abschluss und dem 2:0. In der 88. Minute die Entscheidung für die Rot-Weißen. Der WSV kommt noch einmal nach vorne, hat in Person von Semir Saric noch einen Eckball, den Moritz Römling zum Ehrentreffer für den WSV verwertet. Ein verdienter 2-1-Sieg für RWE.